Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist der Fischkopf und wir spielen Flame in the Flood. Jedenfalls die Beta. Das Ding ist ein Kickstarter-Spiel. Es ist das erste Kickstarter-Spiel, was ich aktiv gebackt habe. Was total aufregend ist. Es hat zwei Gründe. Erstens, ich besitze keine Kreditkarte. Ich musste meine Schwester bitten. Danke nochmal. Zweitens, der Soundtrack zu diesem Spiel ist von, haltet euch fest, Chuck Reagan. What? Yes. What? Yes. Oh yes. Der Frontmann und Gitarrist von Hot Water Music und auch natürlich seiner eigenen Band oder seiner eigenen musikalischen Richtung, die er eingeschlagen hat, so ein bisschen Country-mäßig. Mit Hot Water Music macht er mehr so Post-Punk, ja, Richtung Hardcore, aber nicht ganz und so. Grandioser Musiker. Und da verbinden sich zwei Sachen aus meiner Jugend, ja. Das sind Computerspiele und Musik. Voll krass, hättest du mir das damals gesagt, dass irgendwann mal Chuck Reagan Soundtrack macht für ein Computerspiel. Ich hätte gesagt, haha, dieser Hohn. Also es war eine Riesenerfahrung für mich, das zu lesen und das zu realisieren, dass das tatsächlich stattfindet. Und jetzt, am 8.7. ist diese Beta für die Bäcker rausgekommen und deswegen muss ich sie euch unbedingt zeigen. Ich finde, das ist auch grandios, ein grandioses Spiel, auch für das erste Video nach der kleineren Pause, die ich jetzt hatte. I love it. I find it very, very good. I like it. Das Ding hat, glaube ich, zwei Biome schon fertig und ist halt noch eine Beta. Es wird noch weiter dran gearbeitet. Es werden noch Bugs ausgebügelt. Bitte nicht anschreien. Ja, das Spiel kann nichts dafür. Es ist noch nicht fertig. Es ist ein Survival-Spiel und ja, es heißt Flame in the Flood. Sieht man jetzt hier nicht so gut. Da oben steht irgendwo TFITF. Steht für The Flame in the Flood. Version 0.0.001 ist die allererste Beta, die wirklich offiziell raus ist. Es wurde vorher nochmal auf ein paar Messen und so gezeigt. Okay, wir schnacken wieder so lang, ne? Ich mach mal hier New Game. Und Leute, es ist Chuck Reagan. Krass. Krasser Scheiß. Manche von euch kennen den. Ich weiß, Tangia, du kennst den. Ich war da mal letztens auf Konzert. Alter. Alter. Das war richtig geil. Okay, wir haben hier ein Hündchen. Das hat offensichtlich sein Herrchen verloren oder Frauchen. Und bringt zumindest noch diesen Rucksack seinem neuen Kräunchen. Und das ist herzzerreißend. Und sehr, sehr schön. Da ist ein Schloss drauf, das auf einem Dings draufsteht. Und da ist ein Radio drin, also ein Funkgerät, nehme ich an. Oder ein Radio oder ein Funkgerät. Geht aber nicht so richtig. Und der Hund will anscheinend, dass wir ihm folgen. Ja, wir haben jetzt ein Ziel. Das Ziel ist, ein stärkeres Signal zu finden. Und wie es sich so für Survival-Spiele gehört, seht ihr hier drüben. Essen, Trinken, Temperatur und Schlafen sind ganz, ganz wichtige Sachen auf unserer Liste des Überlebens. Sind ganz weit oben. Und hier haben wir auch schon die ersten Sachen, die wir einsammeln können. Ja, Sapling, Steuerung mit WASD übrigens. Rechte Maustaste kann man hier Sachen einsammeln. Hier kann man das Schild sich angucken. A fine home for a spouse. But it's time to move on and see where this dog came from. Maybe there's someone else out there. Ah. For a spell, das verstehe ich nicht. Für einen Zauber, oder was? Okay, der Hund heißt ganz lustig. Ich weiß gerade nicht, wie man den... Kann man den irgendwie anklicken? Nee. Aber wir sehen bestimmt gleich nochmal den Namen. Der heißt irgendwie ganz, ganz komisch. So, Grafik ist wunderbar. Man kann tatsächlich sogar, was ich bei so einem Spiel nicht gedacht hätte... Da haben wir gerade Wasser eingesammelt. Komm ich sofort drauf. In diesem Spiel kann man sogar auf 120 Hertz stellen. Was krass ist. Ja, das schaffen manche AAA-Titel nicht. Und die schaffen das. Finde ich sehr, sehr gut. Ich schwitze ein bisschen. Das tut mir leid. Es ist warm. So, wir haben da eben Wasser eingesammelt, aber dieses Wasser ist schlecht. Das ist kaputt, eigentlich. Aber wir haben auch gleichzeitig hier noch für Clean Water haben wir ein Rezept gefunden. Was muss man da machen? Man muss ein Feuer haben. Warte mal, ich drücke nochmal auf I. Das habe ich alles eben, ich habe eben einen kleinen Technik-Check gemacht und deswegen weiß ich so die ersten Sachen. Das ist aber nicht schlimm. Ansonsten starte ich relativ blind in das Spiel. Wir haben hier die Rezepte, da wo so ein Häkchen ist, da haben wir Rezepte und wir haben hier ein Braided Cord, von dem ich noch nicht so weiß, wofür es ist. Useful Material for Crafting, Trip Lines and Snares. Mal gucken,
Wahrscheinlich irgendwas mit Fallen und so. Und dafür braucht man einen Cattail, einen Katzenschwanz. Und davon haben wir anscheinend schon zwei. und dann haben wir hier Tools, dann haben wir Tinder. Und mit Tinder kann man anscheinend tatsächlich wohl Feuer machen. Aber dadurch, dass jetzt hier schon ein Feuer gebrannt hat, rennen wir einfach zu dem Feuer zurück und sind so krass, nutzen das aus, weil wir krasse Ausnutzer sind. Rechte Maustaste bitte. Geil, The Flame in the Flood. Endlich ist die Bilder draußen. Ich habe ungefähr ein Jahr drauf gewartet. Und ich saß hier immer vor dem Rechner und habe mir diesen Song angehört. Übrigens von Chuck Reagan. Bei Spotify erhältlich. Einfach Flame in the Flood. Ja, Chuck Reagan. Könnt ihr euch den Titelsong anhören? Boah, richtig geil. Okay, wie haben wir das nochmal? Was wollen wir nochmal? Consumables, Clean Water und Create Item. Bam. Bam. Wir können auch Jerky machen. Allerdings bräuchten wir dafür Fleisch vom Hasen oder vom Wolf. Und das haben wir nicht. Das haben wir noch nicht. Aber das wollen wir klar machen, ne? Das wollen wir klar machen. Das haben wir uns vorgenommen. Jetzt geht's aber erstmal weiter, denn das Spiel heißt ja, es heißt Flame in the Flood. Hier könnte man noch dieses Haus examine, aber das habe ich... Examine. Und das habe ich auch schon mal gemacht. Cleaned this place out long ago, nothing left but dust. Also sie hat das Haus anscheinend schon leer geräumt. Ja, ist ja gut. Und da ist jetzt nur noch Staub übrig. Wir nehmen hier... Ach, Cattail ist gar kein Katzenschwanz. Das ist das Zeug hier. Nicht Bambus. Wie heißt das? Schilf? Kann sein. So. Hier haben wir den Grund, warum das Flame in the Flood heißt. Denn man muss auf diesem Floß sich bewegen über den Fluss. Und immer mal wieder anhalten und Ressourcen sammeln. Und überleben. Und sich Chuck Reagan anhören. Wie er den Soundtrack gemacht hat. Hey! Ist kaputt? Hallo? Musik? Scheiße, ich habe eben schon mal eine Aufnahme gemacht, die ich wegschmeißen musste. Da hat eigentlich hier die Musik angefangen. Vielleicht muss es ein bisschen dramatischer werden. Oder das ist einer der leiseren Songs aus dem Soundtrack. Das kann alles sein. So, hier schreiben wir auch mit WASD. Ich glaube, hier muss man sehr, sehr, sehr vor. Oh. Oh. Okay, mit WASD oder der Maus kann man auch machen. Mit Space kann man sich nochmal so ordentlich wegdrücken. Aber da muss man aufpassen, wenn du dich einmal so losdrückst. Okay, dann kannst du das nicht mehr so gut kontrollieren, dieses Floßding. Oh, muss ich da überhaupt lang? Wow, okay. Der Fluss ist sehr unbändig. Sagt man das so? Wieso ist die Mucke gerade so ruhig? Letztes Mal hat er richtig schön angefangen mit der Gitarre und alles. Okay, dieses Mal. Oh, diese Space, mit der Space-Taste muss man sehr, sehr vorsichtig umgehen. Oh, shit, hier werden wir uns stoßen. Ah, Alter. Okay, hier können wir... Warte. Okay, ihr seht schon, sowas kann auch passieren. Dabei kann man sich auch verletzen, das ist echt hart. Ich kann echt gar nichts. Was haben wir jetzt? Jetzt sind wir nass. Nass sein ist nicht gut. Und jetzt sind wir hier an der ersten Undock-Möglichkeit vorbei. Kommen wir da noch rüber? Yes! Okay. The Black Wolf. The Wolf is the archetype of Raven. The Beast of Waste and Desolation. Von Theodore Roosevelt. You cannot survive for long in an encounter with a wolf. You lack the means to hurt or kill it. Press Space to frighten the wolf and buy a little time. Okay, wir können anscheinend Wölfe jetzt noch nicht bekämpfen. Das ist, glaube ich, ein Problem in der heutigen Gesellschaft. Wir sind übrigens nass. Wir gucken mal, was hier alles so geht. Ja, übrigens, habe ich noch gar nicht erwähnt, ne? Das hier ist ein noch nicht unbedingt ein Let's Play. Ja, ich wollte jetzt erstmal ein Video machen, wo wir uns das angucken. Übrigens, wunderschöne Grafik. Und wenn das... Suspicious Water. Und wenn das hier interessant ist und ihr das geil findet, da warte ich auch auf jeden Fall noch die Kommentare ab. Dann machen wir vielleicht ein Let's Play draus. Okay. Wir haben hier nochmal Clean Water, was wir machen können. Das Feuer aber ist ein bisschen laut. Aber dazwischen ist halt irgendwie die Musik und so. Die SFX-Sachen sind dann nicht so laut. Und wenn man es zu leise macht, dann. Ihr wisst schon, ne? Okay. Können wir noch irgendwas Neues? Haben wir noch irgendwas Neues gelernt? Nope. Na, dann wärmen wir uns. Wir haben uns ein bisschen aufgewärmt.
Wir sind jetzt nicht mehr nass, glaube ich. Und sollen wir was trinken? Ich glaube, wir haben aber was zu trinken hier, ne? Consume Water. Zack, 100. Ich frage mich, wie viel das bringt. Wir haben sogar noch ein Jerky, macht 20 Hunger. Das können wir ja jetzt eigentlich uns reinhauen, ne? Haben wir wieder voll. Zack, und dann müssen wir mal ein paar Rezepte lernen, Leute. Wir müssen mal ein paar Rezepte lernen, sonst kommen wir hier nicht weiter. In diesem Survival-Spiel des Todes. Hallo? Ich habe halt keinen Bock, jetzt auf so einen Wolf zu treffen! Rex. Ich glaube, mit Rex kann man sich bestimmt Bandagen machen. Oh, nicht das Feuer usen hier. Brauchen wir nicht. Wir können hier schlafen. Geil. Okay, los geht's. Nicht so lange. Wollen wir 3 Stunden schlafen? Ich weiß nicht, wie lange müssen wir denn schlafen? Wake up. Oh ja, Schlaf ist voll. Sehr gut. Hier haben wir noch eine Menge Cattail. Das scheint ja hier halb hinterhergeworfen zu werden. Der Scheiß. Hier sind noch irgendwo mehr Wölfe. Hör ich das richtig? Oder ist es der eine, der immer noch hier... Nee, der hat aufgehört zu naschen. Guck mal hier. Der ist weg. Liegt da noch was? Liegen noch Reste? Da liegen noch Reste, aber da kann man nichts mit machen. Okay, ich höre hier irgendwo noch einen Wolf. Da. Okay, wir haben immer noch nicht den Namen des Hundes gelesen jetzt. Ne? Der heißt irgendwie Edo. Oh oh. Space! Wusch, wusch, geh weg! Sleep! Wir gehen schlafen, wir gehen schlafen. Wir gehen schlafen, vielleicht ist da dein Wolf weg. Scheiße. Okay, wir brauchen eine Waffel. Wir brauchen echt dringend eine Waffel. Stitching Kit, jetzt können wir auch nähen. Geil. Haben wir hier irgendwas Neues gelernt? Clothing, yes. Okay, jetzt können wir uns diese ganzen Sachen hier machen. Da brauchen wir aber Zeug zu, was wir auch haben. Oh, oh. Oh, oh, schnell schlafen. Geh schlafen. Schlafen ist auch eine Lösung für alles, ne? Ich habe Hunger, ich geschlafen. Wieso ist es immer noch Nacht? Okay, gleich ist Tag. Komm, wir müssen weiter. Wo geht's lang? Wo geht's lang? Oh, shit. Wusch, wusch, geh weg. Mit Space macht man dir Angst, ne? Wusch, wusch. Okay, jetzt hat er Angst gekriegt. Haha. Wusch, wusch, geh weg. Komm, Hundi. Komm, Hundi, wir müssen weg. Wusch. 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 Aua, nein. Geh weg. Hundi, komm, wir müssen abhauen. Wir müssen abhauen. Aua. Oh. Okay, was haben wir jetzt hier? Laceration, das geht doch weg, oder? Wir können auch noch keine Bandagen machen, glaube ich. Warte mal, Remedies. Bandage. Doch, können wir machen. Sehr gut. Wo ist es? Bandage. Use the please. Okay, sehr gut. Brauchen wir eine zweite? Ja, fuck. Können wir überhaupt noch eine machen? Bandage. Nee, uns fehlt Alkohol. Uns fehlt Alkohol. Und eine Torch hätten wir machen können. Ich weiß nicht, ob die vielleicht den Hund sogar, den Wolf sogar von einem weghält. Kann ja sein. Digga, wir müssen hier weg. Ich weiß, nachts sollte man wahrscheinlich nicht reisen, aber wir machen das jetzt. Wir brauchen Ressourcen, wir brauchen Alkohol, wir brauchen Essen, Trinken, wir brauchen alles. Okay, lass mich mal gucken. Oh. Sollen wir da mal hin? Ich glaube, das hier ist das Beste. Okay. Puh, ist nicht so leicht. Pine Scrub Island. Tja, Chuck Dragon spielt auch gerne mal Mundharmonika. Wie man jetzt gerade hört. Oh, das ist ein Häschen. Hol das Häschen. Wie kann ich Häschen jagen? Ist das so wie bei... Ist das so wie bei Don't Starve? Press L2 to deploy traps. Ja, toll. Ich spiele natürlich nicht mit fucking Controller. Okay, wir haben aber auch keine Traps.
Wir müssen mal, ich glaube, wir müssen mal was essen. Die sieht gar nicht so gut aus, die Tante. Wir haben aber nichts mehr. Ist das, kann man das essen? Ja. Kann ich auch doppelklicken? Nope. So, zack. Sieht schon mal besser aus. Clean Water. Macht 40. Oh, gut. Okay, jetzt müsste es auch ein bisschen besser gehen. Mädel, ich weiß, du brauchst Alkohol. Mulberries. Okay. Sieht interessant aus. Die Hasen hören sich verdammt nochmal krass genauso an wie bei Don't Starve. Kann ich, also ist, kann das sein? Oder bilde ich mir das ein? Auf jeden Fall brauchen wir Fallen, um die zu fangen, genau wie bei Don't Starve. Die können wir aber noch nicht bauen. So, wenn ich das richtig gesehen habe, ist das jetzt noch nicht möglich in dem Stand, in dem wir uns befinden. Kommen wir hierher? Ja, ne? Wir sind bis jetzt 1,4 Kilometer gereist. Dieses Spiel ist immer noch sehr wunderschön. Und wenn ich jetzt keinen Alkohol finde, dann bleibe ich, glaube ich, verletzt. Wow! Verpiss dich! Scheiß Wolf, Kacke! Geh weg! Wow! Wow! Können wir hier schlafen gehen? Ist er dann weg? Woher, wo war denn hier das, der Feuerplatz? Wow! Oh, shit. Das ist ja total OP, der Scheißwolf. Geh weg! Soll's weggehen? Wow! Nein! Guck mal, wie krass, wie hart verletzt ich bin. Geh weg! Aua, was soll ich hier machen? Ich kann hier nichts machen. Aua! geh weg! Oh, come on! Ich kann jetzt nichts mehr machen! ja, geil! The flame in the flood! Cause of Death, Wolf Attack. Und das ist halt so ein Spiel, wo mal, wenn du tot bist, bist du tot, ne? Wir haben 2 Tage überlebt und wir sind 1,4 Kilometer weit gekommen. Kann man machen, muss man nicht. The Molasses Flood. Hat dieses Spiel gemacht? Oder haben dieses Spiel gemacht? Ich finde es interessant auf jeden Fall. Erstmal schon mal. Und ich glaube, ich muss es mindestens noch mal probieren. 1-2 Mal müssen wir es auf jeden Fall noch probieren. Es wird aber wahrscheinlich eine Weile dauern. Ich kann ja, wie ihr vielleicht wisst, im Moment nicht so viele Videos machen. Ich muss mich jetzt gleich wieder hinlegen. Bettruhe vom Arzt verschrieben. Ich merke auch, ich schwitze hier so ein bisschen. Es ist nicht gut. Ich muss mich ausruhen. Kann also ein bisschen dauern, aber schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr davon denkt, wie ihr das findet und ob ihr mehr davon haben wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Das war der Fischkopf. Bis dann und tschüss!